Festivalzüchterin und Besitzerin dieser Stute hier, Rosalind, ist Janne Böckmann. Euch beide begrüßen wir herzlich gemeinsam mit Rosalind. Und sie stammt ab von Höchstiflakat, Anholi, dem Schimmel, und Schabkattler vom Schlossberg, die Stute, eine Tochter des Döckwe, Frau Mosvetli, und der Kolfiner, Frau Elster, dabei. Also interessante Gene im Hintergrund. Und jetzt die dreijährige Rosalind vom Hegebusch. Herzlich willkommen. So, sehr schöne junge Stute mit auch so ganz schöner Vorhandbewegung. Und sie kann auch so ein bisschen die Gruppe senken. Also die Hinterhand ist eigentlich immer gut drunter. Also ein Pferd, was so ein, wo man so eine Bergauf-Idee bekommt. Aufrichtung, Genickhaltung ist auch gut. Schöne Tempo sicher, also viel Tempo. Sicherer Takt im Trab und Tölt bei relativ hoher Geschmeidigkeit. Also ein ganz interessantes Pferd. Den Galopp müssten wir trotzdem einmal sehen, auch wenn das sehr schön ist, dass sie das Tempo im Trab so hochziehen kann. Schweif runter, bitte. Also im Trab sieht man schon, was das für eine Bewegungstechnik ist. Die ist schon richtig schick. Sehr, sehr schönes Pferd, ja. Also im Prinzip könnte sie einfangen gehen. Hat ja schon alles gezeigt. Den Schritt können wir vielleicht dann nochmal an der Hand sehen. Hinterher haben wir vorhin auch schon was gesehen. Der sah schon sehr gut aus, aber haben wir ja bei den anderen auch gemacht. Könnt ihr nochmal machen. So, dann bitte nochmal den Schritt. Ja, das war schon richtig. Sehr guter Schritt. Ja, sie schreitet. Das hat sie jetzt nochmal sehr schön gezeigt. Ja. Und das ist ja mittlerweile auch bei der Vizo angekommen, dass der Schritt wichtig ist. Da haben wir jetzt auch einen höheren Faktor.
Ja, nochmal die Information für unsere Züchter und Vorsteller, dass die Fotos dieser Veranstaltung von Kai Schmidt oder die Impressionen fotografisch von ihm eingefangen werden. Wer also Interesse hat, kann ihn dann natürlich gerne im Anschluss kontaktieren. Hestamente, der Fotograf, der hier bei uns ist. Dankeschön, Kai, dass du da bist. Für Zucht und Sport in den nächsten beiden Tagen natürlich auch noch. Also kurze Information, Kai Schmidt, der Fotograf hier im Einsatz. Dankeschön. Ich glaube, wir sagen Dankeschön, das liebe Gäste war Rosalind vom Hegebusch und wir verabschieden uns von diesem jungen Talent aus der Zucht und dem Besitz von Janne Böckmann, sehen dann gleich Littler Ebert vom Isterberger Hof, von Angelika Metzner, Dankeschön Jolli Schrenk, Janne Böckmann und Rosalind vom Hegebusch. So. Ausdrucksvolle, sehr kooperative Jungstute mit hochweiten Bewegungen, mit hoher Tempofähigkeit und ausgesprochen guter Balance. Sie bekommt für das Gebäude die 8,0, für das Interieur die 8,2 und die Gänge die 8,2. Gratulation zu diesem schönen Pferd.
Ja, danke schön. In der Tat, Gratulation an Janne Böckmann, die Züchterin von Rosalind vom Hegebusch von Höchste Frau Karadat-Hole aus der Schabkattler vom Schlossberg.